Oh, neuer Vlog. Guten Morgen, liebe Sorgen. Es ist 10.30 Uhr und ich habe verpennt. Ich habe in 5 Minuten einen Call mit Google bezüglich der... Toll. In 5 Minuten, Digga. Mobile-Streaming, am letzten Tag quasi. Es wäre richtig geil, und dann kommt halt das nächste dann, dass wir schon relativ viel mit dem PR-Team zusammenarbeiten. Gestreamt habe ich jetzt so wirklich eigentlich noch nie, aber wenn halt die Senioren noch mit am Stand sind, hätte ich da auf jeden Fall hart Bock drauf, das am Dienstag oder Mittwoch dann halt dementsprechend zu machen. Eine Ewigkeit später. Nachdem ich jetzt gerade einen Call mit einer von YouTube hatte, hat mich jetzt Ilja angerufen. Ilja, möchtest du irgendwas sagen? Mein Instagram heißt LaserLuca. Alles klar. Ich mach Essen, weil ich hab Hunger. Das Essen ist... Ey. Das ist tatsächlich gar nicht mal so scheiße. Nur wenige Minuten später. Oh, Leute. Das Essen war doch nicht so gut, mein ganzer Bauch tut weh. Meine Mutter hat mir gerade eine Sprachnachricht geschickt, weil wir jetzt zusammen an meinem zweiten Buch schreiben werden. Und sie hat am Ende, ich zeige euch mal, was sie am Ende gesagt hat. Okay. Hau rein. Viel Erfolg. Hau rein! Ich habe noch gar nicht wirklich gesagt, was ich heute machen wollte. Und zwar muss ich gleich erstmal ein Video aufnehmen, danach wollte ich noch ein bisschen Klavier lernen. Danach fahre ich zu Max und heute Abend... Ne, das verrate ich. Wahrscheinlich habe ich es eh schon im Titel gelesen. Aber das kommt heute Abend. Immer wenn ich dusche, stelle ich meine Kamera übrigens genau dorthin und nutze immer so einen Rasierer als Stativ. Das, was ich heute Abend mache, ist halt schlimm. Jetzt habe ich auch mal so einen coolen dran vorbeigehen Shot gemacht. Ich werde jetzt ein bisschen... Der Kamera-Akku hat eine geringe... Neuer Akkus in der Kamera, Freunde, das wär... Warum regnet's auf einmal? Guck mal, da fängt's einmal an zu regnen, dann kommen mir direkt die ganzen Obdachlosen in die Straße. Max und ich wollten eigentlich eine Fußball-Challenge heute machen, aber irgendwie hat sich das bei dem Wetter jetzt wohl erledigt. Es hat aufgehört zu regnen, ja, Freunde. Ja, wir gehen dann auch mal wieder, ne? Das... Ist nur kurz wegen dem Regen. Tschüss. All around me are familiar. Max, übrigens, bevor du gehst, ich werde heute einen Blog öffentlich machen, wer meine Freundin ist und werde sie fragen, ob sie mich heiraten möchte. Nein. Als ob, Mann. Doch. Im Blog. Okay, ich bin gespannt. Halt mich auf dem Laufenden. Gefeuert die Eier. Mir kommt zu vor, ich bin den ganzen Tag noch am Essen. Während ich jetzt mein Video für heute aufnehme, blende ich euch jetzt einfach nochmal ein paar Szenen ein, die ich noch gefilmt hatte, als ich in Berlin war letzte Woche bei der Sommerparty von Studio 71. Da hatte ich nämlich noch so ein paar Sachen gefilmt, die, ja, ich irgendwie bisher noch nicht gezeigt habe. Also Film ab. Gerade mega cool, wir sind hier halt gerade bei Studio 71 in Berlin und ich habe gerade einfach meinen größten Fan getroffen, Alter. Mega cool, dich kennenzulernen, Digga. Was ist schwerer, 1 Kilo Federn oder 5 Kilo Federn? Fuck, das war die richtige Antwort. Mogelpackung. Hey, auf wen wartet ihr? Auf dich? Komm, wir fahren runter. Bester Shop aller Zeiten, oder? Welcher? Luca-shop.de. Guten Appetit, Ilja. Guten Appetit, Seppel. Guten Appetit, Luca. Ey, David. Schlecht. Auch einen guten Appetit. Danke dir. Faces, worn out places. Muss. Aua! Was ist dein Lieblings-YouTuber? Ach, ist das jetzt? Hallo, wahrscheinlich sind deine Eltern nicht zufrieden mit dir. Oh mein Gott, Himmelgold! Woo! Seid ihr euch sicher, dass es Frankfurt ist oder ist es eher Dresden? Können wir am nächsten Radplatz kurz mal rausfahren? Eher weniger, ich glaube, der ist kaputt. 20er Packnuggets von Luca, 20er Packnuggets von Seppel und Jan. Neun? Ich bin kleiner als ihr. Oh, da seid ihr ja wieder.
Ich beobachte gerade meine Waschmaschine. Oh, das war's schon. Eigentlich bin ich schon ein Hausmann. Es tut mir leid, falls es jetzt ein bisschen komisch war, noch ein paar alte Szenen aus Berlin von vor einer Woche hier im Vlog zu sehen. Aber ich habe mir halt gedacht, die Szenen habe ich in Berlin aufgenommen, aber ohne irgendwie ein Intro zu drehen. Aber es wäre jetzt auch schade gewesen, das einfach alles zu löschen. Und da habe ich mir halt einfach gedacht, ey, packe ich die jetzt einfach nochmal hier in den Vlog rein. Ach, übrigens, falls ihr euch fragt, wieso ich jetzt mal mit dieser DSLR hier vlogge. Das ist nicht, weil ich jetzt irgendwie eine bessere Qualität hier in meinen Vlogs haben will. Ihr kennt mich. Qualität ist so scheißegal. Sondern wirklich einfach, weil die Sony-Kamera, mit der ich sonst immer vlogge, die kleine Point-and-Shoot, die ist gerade hier drin. Die werde ich jetzt gleich zurück zu Sony senden und dann gucke ich mal, dass sie das Ding vielleicht reparieren können. Aber hinsichtlich der Kamerasache kann ich jetzt eh erstmal nur abwarten. Ich werde mir jetzt aber auf jeden Fall erstmal... Oh! Delphi! Ich bin irgendwie nur am Essen. Aber das passt eigentlich ganz gut, weil dann kann ich mal über ein Thema reden, was mir sehr am Herzen liegt. Viele sagen, der Mensch ist das beste Säugetier der Welt. Nein, es sind die Alpakas. Das war alles, was ich sagen wollte. Hey, Webvideopreis-Jury, kann ich vielleicht nächstes Mal einen Preis für beste Vlogger bekommen? Hey Luca, was ist jetzt eigentlich mit dem Titel, dass du deiner Freundin einen Heiratsantrag machen wolltest? Ja, das ist halt eine Überraschung gewesen und sie ist jetzt gerade bei Max, weil sie halt auch eine gute Freundin von Jana ist und sie weiß noch gar nicht, also sie denkt, dass ich nicht in Köln bin, deswegen ich bin so ein bisschen aufgeregt. Aber ich gehe jetzt erstmal zu Max und überrasche die jetzt alle. Jana, was machst du? Ich baue mir gerade eine Katze, guck, siehst du das? In die A? Ja. Ich bin jetzt hier gerade bei Max und Jana angekommen. Jana, wo ist eigentlich gerade? Ich glaube, die ist im Bad. Die ist im Bad. Oh Gott, okay, die ist gerade auf Toilette. Ja, du machst das jetzt wirklich. Ich mach das wirklich, das ist ja. Viel also, zu krank, Alter. Leute, ihr müsst halt wissen, ich bin wirklich mit Martina jetzt schon so 3 Jahre oder so zusammen. Ja. Deswegen, ich bin mega gespannt einfach. Denn es ist halt immer noch richtig früh. Fuck, da kommt's. Alter, sie kommt, Mann. Lutz? Was machst du denn hier? Leute, ich drück dir die Daumen, Mann, du schaffst das. Der Moment ist gekommen. Martina. Kannst du mir bitte alles erklären? Warum bist du jetzt hier? Warum bist du mit dieser Jana? Weißt du, Martina, die Sache ist, ich habe dir eigentlich gesagt, dass ich nicht in Köln bin gerade. Ja, die Sache ist halt, dass ich mit Jana und auch mit Max hier... Hallo übrigens, ja. Ich habe mit denen einen Plan entwickelt, weil du weißt, Martina, ich liebe dich über alles. Komm her, Baby. Aber wieso bist du jetzt hier? Was für ein Plan überhaupt? Was für ein Plan? Ich hatte einen Plan, Ja, frag sie doch jetzt endlich. Kannst du ja. Mich mal reden, bitte? Ja, ich... Martina. Go, Luca. Nein. Martina. Nein. Nein. Oh mein Gott. Möchtest du meine Frau werden? Ja. Oh mein Gott. Der redet fast nicht. Ich krieg den Ring. Ich heule! Ich dich auch! Guck mal, Leute, da unten sind sogar schon die Partygäste da für die Feier nachher. Oh mein Gott! Sind die alle für mich da? Ja, alle Leute da unten sind für dich gekommen, extra. Hey, girl. Ja, komm, lass Sexszene machen jetzt. Martina, versteck dich schnell. Was machen die in unserem Bett? Das ist doch unsere Flitterwochen. Ey Jana, das geht jetzt echt zu weit. Jetzt komm, jetzt geh mal raus hier, Mann. So, ich habe jetzt gerade nochmal hier ein ernstes Wörtchen mit Max und Jana geredet, weil es sind halt einfach jetzt unsere Flitterwochen angefangen und da müssen die das auch mal akzeptieren. Ihr habt es wahrscheinlich schon bemerkt, Martina hat eine andere Haarfarbe. Ihr habt Martina ja auch schon mehrere Wochen, Monate jetzt nicht mehr in den Videos hier gesehen. Das wird sich jetzt natürlich wieder ein bisschen steigern. Ich habe es jetzt endlich wieder öffentlich gemacht, hier meine Beziehung. Was heißt Beziehung? Ich meine, wir sind jetzt verheiratet bzw. verlobt mehr oder weniger, werden dementsprechend bald heiraten. Martina ist auf jeden Fall gerade im Bad scheißen. Ich chill jetzt hier noch ein bisschen mit den zwei. Und vielleicht... Sorry, dass wir lachen. Seid ihr neidisch, weil ich schon verlobt bin und ihr noch nur noch zusammen? Nur noch zusammen. Diese Bananen sehen auf jeden Fall leicht verschimmelt aus. Selfie. Hey Luca, das soll immer ordentlich einen Saufen spielen. Okay. Ciao Leute. Mach's gut. Ciao. Tschüss.
Es tut mir leid, dass ich gestern Abend nicht mehr die Abmod und das Auto für diesen Vlog hier gemacht habe, aber wie ihr jetzt ja vielleicht wisst, bin ich seit gestern mit Martina verlobt und da wollten wir einfach noch die Nacht so ein bisschen nutzen. Außerdem habe ich hier vorne gerade ein neues Mixtape für mein Soundcloud-Profil aufgenommen, also hehe, check it out oder Link in der Beschreibung, würde mich sehr freuen, weil ich da sehr viel Zeit reinstecke. Martina ist auf jeden Fall gerade duschen, ich werde jetzt hier trainieren gehen mit Max und ja, das war's vom Vlog. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ciao.